Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format Naturmedizin. Wir möchten heute über die Mundgesundheit noch was sprechen, über das Milieu des Mundes, und zwar mit einem Arzt, der auch Autor ist und der auch etwas praktiziert, was für meine Wissensverhältnisse heraus elementar bedeutsam ist. Ich beziehe mich da auf das Wissen, das uns die Ärztin, die Frau Anne-Katharina Tschokre, über effektive Mikroorganismen schon vermittelt hat. Und mein Arzt, der heute da ist, der arbeitet ja schon damit. Und da ist er schon einer der wenigen und ersten Pioniere. Und seine Erfahrungen hier zu dokumentieren, sind mir sehr wichtig. Bleiben Sie dran, wir legen gleich los. Ja, und da sind wir wieder und jetzt darf ich meinen Gast vorstellen, Dr. Matt Dent, Markus Schott, ganz herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Du kommst ja 5 Stunden jetzt da extra zu uns, Region Saarbrücken herum. Ja, genau. Gell? Das war schon eine schöne Anfahrt, von Nebel geprägt, das erste Stück. Und dann wurde es aber etwas schöner, als wir uns an der schönen Schweiz auch näherten. Hat mir die Fahrt hat dann Spaß gemacht und war relativ kurzweilig. Meine Frau ist mitgekommen, dann ist das nicht ganz so lang. Perfekt, ja, schön. Herzlichen Dank für die Anreise. Danke für die Einladung. Wir haben ja gesagt, zaungesund, milieugesund. Ich möchte eigentlich schon mal da anfangen zu widersprechen oder zu hinterfragen, ist es nicht umgekehrt? Ja, das ist die alte Theorie. Michon und Pasteur. Ja, ja. Wer ist zuerst da? Die Keime, Mikrobe. Und ja, der Michon soll ja, hat ja wahrscheinlich recht gehabt. Der Pasteur soll ja auf dem Sterbebett gesagt haben, das Milieu ist alles, die Keime sind nichts. Mhm. Das ist ja der Hintergrund dieses uralten Streites. Aber Epigenetik aus der modernsten Zeit sagt ja dasselbe. Ja, ich gehe auch davon aus, dass der gute alte Michon recht hatte, dass das Milieu tatsächlich die Keime bestimmt. Einfaches Beispiel, wenn Sie essen gehen, ne, und Sie machen ein Lokal, wenn Sie den Leuten Sushi anbieten, haben Sie mit Sicherheit ein anderes Publikum, als wenn Sie Burger braten. Mhm. Und so ist das eigentlich auch ein Milieu, es entsteht ein anderes Milieu und es ist auch ein Körper. Wenn der Körper ein anderes Milieu hat, der Mund hat ein anderes Milieu, dann haben Sie auch eine Veränderung in der Keimflora. Und die wird sich mit Sicherheit auch auf Ihre Mundgesundheit und nicht nur auf die Mundgesundheit, sondern auf die Gesamtgesundheit auswirken. Das beginnt halt im oralen Mikrobiom, wie sich das so nett nennt. Da ist die Keimsetzung natürlich dann sowieso von der Natur der Sache her eher 50% neutrale Keime, 25 gut, 25 schlecht. Mit einer sehr guten Ernährung sind sie wahrscheinlich von vornherein schon im Guten. Und wenn Sie dann noch das toppen wollen, können Sie natürlich auch mit effektiven Mikroorganismen arbeiten. Und dann ist das immer mehr im regenerativen Bereich und weniger im degenerativen, fäulniserregenden Bereich. Mhm. Das macht auch Sinn für den Gesamtgesundheit im Körper. Mhm. Okay. Und ein wichtiges Beispiel, wenn es jetzt um zahnärztliche Dinge geht, dieser Prozess der Parodontitis, der zerstört ja nicht nur die Fasern, die den Zahn verankern, der greift ja auch den Knochen an. Das dürfen Sie ja nicht so vorstellen, dass das direkt auf dem Weg von der Tasche in den Knochen irgendwie ein Riesenloch da reingebohrt wird. Der Knochen ist geschützt. Der hat wie eine Sicherheitstür, da kommen die Keime erstmal gar nicht durch. Aber der Knochen ist nicht tot. Unser Knochen lebt. Der hat einen Stoffwechsel, den sogenannten Knochenstoffwechsel. Der ist also geprägt von verschiedenen Zelltypen, den Osteoblasten und den Osteoklasten. Und dieser Knochenstoffwechsel, das sind so wie Bauarbeiter, so wie es auf diesem Bild zu sehen. Ne, dieser, ich mag das schnell an. Der Knochenstoffwechsel ist eben geprägt von diesen Zellen. Die linken, die blauen, das sind die Aufbauarbeiter, die Osteoblasten. Und wenn wir jetzt das linke Bild sehen, das ist ein Patient oder ein Mensch, der ist so zwischen 0 und 20 Jahre alt. Da wird mehr hochgemauert als abgerissen. Man sieht, dieser Fahrstuhl im Zahn, der ist ganz oben. Jawohl. Diesem Patient, da entsteht Knochen und wächst, man wird groß und stark. So, dann kommt diese Phase zwischen 25 und 50. Mhm. Da ist dieser Knochenstoffwechsel im Gleichgewicht. Auf der rechten Seite, ja. Auf der rechten Seite wird gleich viel abgebaut wie aufgebaut. Das kann man natürlich auch selbst beeinflussen. Komme ich später noch zu. Mhm. Jetzt wird's interessant. Jetzt werden wir irgendwann mal 50 plus. Da freuen sich unsere Aufbauarbeiter auf die Rente und arbeiten einfach nicht mehr so viel. Und der Abriss, der funktioniert munter weiter. Wir können als Zahnärzte lokal im Mund versuchen, mit einer sehr modernen Therapieform, also Doxycyclin-Gel, das habe ich in deiner letzten Sendung bereits mal angesprochen,
versuchen, so runterzudrücken und wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Und was drückst du dann runter, die roten Bauarbeiter? Die roten Bauarbeiter. Wir hemmen die Knochenfresszellen, wir sorgen dafür, dass die auch weniger arbeiten, oder wenn man es banal ausdrücken will, wir laden die zu einer Zigarettenpause ein, die arbeiten dann auch ein bisschen weniger. Okay. Es geht aber auch anders. Mit der Ernährung nämlich beeinflussen sie natürlich das Milieu. Das war das berühmte Beispiel Sushi und Burger oder Pizza oder Fast Food. Auf der linken Seite sieht man, dass die schlechte Ernährung, auch schlechte Lebensgewohnheiten, vor allem das Rauchen, diesen Fahrstuhl nach unten drücken. Der Aufbau funktioniert dann auch nicht mehr so gut. Und links, das ist dann eine gute Ernährung bzw. eine gezielte Ernährungsergänzung. Und hier ist für den Knochenstoffwechsel vor allem das Themenbereich Calcium, Magnesium, Vitamin D3 und Vitamin K2 von entscheidender Bedeutung. Das heißt, die Zigarettenpause in Ergänzung eigentlich mit der Ernährungsumstellung wäre eigentlich der Schlüssel. Die Kombination macht's generell. Ihnen wird es mit Sicherheit besser gehen. Ich muss als Zahnarzt natürlich immer auch lokal argumentieren. Die Patienten kommen ja zu mir und erwarten, haben ein Problem im Mund und erwarten von mir auch, dass ich das Problem im Mund beseitige. Das ist mein Job, davon lebe ich. Das andere, das gebe ich meinen Patienten gern mal weiter. Darüber habe ich auch das Büchlein geschrieben, damit die das auch nachlesen dürfen, weil die Ernährungsberatung wäre in der Praxis zu zeitaufwendig. Das heißt also, wenn der Patient jetzt wirklich im Mund anfängt, die Baustellen zu sanieren und du gibst ihm das Buch, der Tatort zum Problem eigentlich mit, dann kommt er hier auf eine Detektivreise und wird letztendlich verstehen, oh, das betrifft ja eigentlich auch mich. Natürlich. Und ich hätte hier auch einen wichtigen Schlüssel, wo ich selber was tun könnte, dass es hier oben besser wird, nämlich über den Darm zu arbeiten. Ganz genau. Und cool. Den Darm, den beeinflussen Sie ja mit diesen effektiven Mikroorganismen. Musst du auch tausendmal nicht dasselbe erzählen, hä? Ja, natürlich. Schlauer Fuchs. Klar. Der Rüdiger Dahlke hat mir immer gesagt, ich bin nicht schlau, ich bin faul. Genau. Statt ich tausendmal dasselbe sage, schreibe ich ein Buch und gebe es mal. Ganz genau. Deswegen habe ich das Buch auch geschrieben, weil irgendwann erzählt man natürlich tagtäglich das Ganze immer wieder. Wenn es dann dreimal hintereinander ist, dann wird es schon irgendwann mal so, dass man versucht, andere Worte zu finden, aber es bleibt ja inhaltlich immer das ein und selbe. Natürlich, wenn über den Darm besser resorbiert wird, also mein eigenes Beispiel ja als Colitis-Kranker habe ich jahrelang sehr schlecht resorbiert, das betrifft ja alle möglichen auch Präparate, die Sie einnehmen können, Vitamine, Ernährungsergänzung. Und ich halte Ernährungsergänzung gerade für diesen Knochenstoffwechsel, das Vitamin D, sehr wichtig. Wir leben hier halt einfach nicht am Äquator und wir laufen auch einfach nicht mehr nackt durch die Gegend. Damit produziert unser Körper viel zu wenig Vitamin D. Als ich studiert hatte, war der Vitamin D-Grenzwert 30 Nanogramm pro Milliliter. Das hat man mal so runtergefahren auf 24. Und heute redet man in dem Bereich zwischen 20 und 30 von einem relativen Mangel. Aber 20 wird so als untere Grenze akzeptiert. Und ich finde immer spannend, wenn wir unsere Fortbildung machen, dann machen wir Vitamin D-Spiegel. Messungen, ja, den wird bestimmt. Und selbst die Zahnärzte oder die Prophylaxehelferinnen, die dort sind, die haben zum größten Teil zu niedrige Vitamin-D-Werte. Und welche Werte waren das im Spiel? Der niedrigste, den wir gemessen hatten, war 4. Und da hat der Referent damals gesagt, leben Sie noch? Also die Werte sind viel zu niedrig. Und da geraten wir, wenn es um Knochenstoffwechsel geht, immer wieder auch mit den Allgemeinmedizinern ein bisschen uns in die Haare. Denn wir hätten gern Werte im Blut 70 bis 90. Tja, aber nochmals, du sagst wie ihr Zahnärzte wisst das, dass man einen D3-Pegel hochhaben müsste für einen guten Knochenstoffwechsel? Nicht alle, natürlich, aber viele. Die Erkenntnis ist jetzt mittlerweile da, wir brauchen halt eben das Vitamin D3. Warum? Sie nehmen Calcium auf. Das Kalzium ist im Darm. Da brauchen wir es nicht, da wird es auch nur durchgeschleust werden. Deswegen brauchen wir Vitamin D, um das Kalzium ins Blutgefäß rein zu transportieren. Also wie ein Schubkarren lädt Kalzium auf, Vitamin D bringt es halt eben durch den Darm durch. Durchgewunken vom Zoll, von den Immunzellen und den Keimen. Jetzt ist es aber im Blutgefäßsystem drin. Da wollen wir aber auch kein Kalzium haben. Das wäre sogar fatal, wenn da zu viel Kalzium wäre. Dann drohen Erkrankungen, Arteriosklerose, Schlaganfall, Ischämie, Impotenz, alles, was damit zu tun hat. Da muss es ja weg. Und das wissen auch wiederum die allerwenigsten. Dazu brauchen wir Vitamin K2. Vitamin K2 ist der Schlüssel, der letzten Endes das Kalzium aus dem Blut wiederum in den Knochen einbauen kann. Davor brauchen wir Vitamin K2. Und jetzt kommt der interessante Bereich, warum so viel über Vitamin D geschimpft wird.
zwischen 40 und 60 im Blut haben sie das Problem, dass sie super gut das Kalzium aufnehmen, aber K2 arbeitet Vitamin D abhängig. Das heißt, wir müssen diese 40 bis 60 schnell überbrücken und die Patienten oder den Menschen in einen Wert bringen, dass er auf 70 bis 90 kommt und dort halten. Dann arbeitet der Knochenstoffwechsel optimal. Und dann funktioniert diese Geschichte auch. Und das ist unser Problem, das wissen die wenigsten Fachärzte. Es ist so traurig, mein Zahnarzt hat mir noch nie meinen D3-Pegel angeschaut. Ja, wenn sie bei uns, das wird gemacht. Die Mädels pieksen sie sehr gerne in den Fingern, nehmen Tropfen Blut ab. Ich habe da lauter kleine Vampire, die machen das richtig gerne. Und diese Werte 70 bis 90, es gibt ja immer so diese Range, wenn man die Werte im Labor bestimmen lässt. Und die meisten sind ja extrem tief, habe ich ja auch schon gesehen. Und viele Ärzte sagen mir einfach messen und geht wenigstens auf die Norm, die uns empfohlen wird von den Labors. Ist das dann diese 70 bis 90? Das ist meilenweit drüber. Der Laborarzt gibt sich mit 30 zufrieden. Mhm. Ab 30 sagen die alles gut. Mhm. Das ist aber wirklich schwierig. Also 30 ist für einen guten Knochenstoffwechsel nichts. Kennst du das Coimbra-Protokoll? Das Coimbra-Protokoll? Das ist ein Verein aus Deutschland von Damen, die Autoimmunerkrankungen erlitten haben, zum Teil gelähmt sind, die kaum mehr laufen können, kaum mehr atmen können. Ja. Wirklich schlimme Geschichten. Und der Coimbra war ein Brasilianer, der hat eine hochdosierte D3-Therapie nach Protokoll. Und diese eine Dame, Frau Kinning hieß sie, glaube ich, hat dieses Protokoll von Brasilien nach Deutschland gebracht. Sind jetzt auch irgendwie 50 Ärzte, die damit arbeiten, in hochdosierter Form. Ja. Und das, was ich sagen will, es sind jetzt schon über 2000 Patienten, die extremste Verhältnisse hatten, konnten stabilisiert werden, dass sich diese Krankheit nicht weiter verbreitet. Nur durch D3. Das deckt sich. Also, ob man das jetzt in der Sendung sagen darf, ich sag's einfach doch mal. Der Referent, der die Fortbildung im zahnmedizinischen Bereich macht, der mich sehr geprägt hat, der hat eine schwerkranke Enkeltochter und ähnliche Symptome, das hieß unheilbar krank. Und der therapiert die auch mit höchst dosiert Vitamin D3 und hat Erfolg. Das erzählt er auch ab und zu auf Fortbildung. Ich denke, ich sage es jetzt einfach mal an dieser Stelle. Ja, wenn ein Arzt er ist erfolgreich damit. Und er selbst, der nimmt 30.000 Einheiten am Tag. Mhm. In Deutschland ist die Empfehlung bei Vitamin D-Mangel wohlgemerkt, also Menschen, die nichts haben, 20.000 einmal die Woche. Ich habe im Winter 20.000 Einheiten pro Tag. Mhm. Bestimme meinen Vitamin D-Spiegel. Wenn ich mal 100 überschreite, die möchte ich nicht unbedingt haben, also 100 ist zu viel, dann reduziere ich die Dosis auf 2 oder 3 Tropfen, messe wieder nach und das geht ganz schnell verloren. Wir hatten eine Mitarbeiterin, die hatte sehr schnell auf 100 aufgebaut, da hat sie es weggelassen, innerhalb von 2 Wochen war sie wieder bei 30. Sie speichern das nicht. Da muss man regelmäßig dranbleiben. Ja. Und Vitamin D ist da ein ganz spannendes Thema. Und wie gesagt, die Erfahrungen von unseren Referenten auch im privaten Bereich, die decken sich damit eindeutig. Und also, Knochenstoffwechsel funktioniert dann. Und Parodontitis ist vielleicht noch mehr ein Knochenstoffwechselproblem als ein entzündliches. Das ist das andere Thema. Weil fast alle Patienten haben eben diese Problematik hier. Ich muss mir das aufschreiben. Das ist so wichtig, was du gerade sagst. Ist das alles hier auch beschrieben? Das also ist hier drin beschrieben. Wenn ich das Buch meinem Zahnarzt in die Hände drücke und sage, lies das bitte und wir reden dann darüber. Ja, können Sie machen. Das steht drin. Knochenstoffwechsel ist im Buch sehr stark drin vertreten. Gut, es gibt ja auch Leute, die Knochenschwund haben. Ist das was anderes, als was jetzt hier gerade bezogen wird? Gut, im Mundbereich, in meinem Fachbereich, baut sich halt der Knochen überwiegende Tätigkeit von den Osteoklasten ab. Das ist Knochenstoffwechsel. Das Ganze wird, die ganzen Zellen, die werden ja auch gebildet im Knochenmark. Diese Immunzellen, die hier dafür verantwortlich sind. Und natürlich kann ich mir auch vorstellen, dass das an anderen Stellen des Körpers ebenfalls so funktioniert. Der Kieferknochen wird einfach nur durch Osteoklasten abgebaut. Punkt. Sonst nichts. Da ist kein Keim drin im Knochen, nichts. Wenn Keime drin sind, das gibt es in Extremfällen bei Osteomyelitis. Also das ist eine ganz andere Baustelle. Aber im Rahmen von einer Parodontitis ist der Knochen eigentlich bakterienfrei.
Aber die Osteoklasten zerstören den durch zu starke Tätigkeit. Mhm. Und der Körper reagiert ja, wenn Sie sich jetzt mal vorstellen, der merkt, da ist Gefahr, dann sagt er im Moment im Zahnbereich, hallo, jetzt fangen wir mal an, hier ein bisschen was abzubauen. Die Bakterien könnten ja durchkommen. Der Körper weiß ja nicht, dass das nicht passiert. Und dann sorgt er dafür, dass aus den Vorläuferzellen vermehrt eben diese Abbaubauarbeiter produziert werden. Und die reißen dann den Knochen nieder. Und dann wird der Zahn auch locker. Weil letzten Endes egal, was verschwindet, ob der Knochen verschwindet oder die Fasern ihn verankern. Wenn ich keine Fläche mehr habe, wird das Gebäude immer einstürzen. Ich hatte gerade gestern noch ein Interview gehabt mit Professor Dr. Karl Hecht aus Berlin. Er ist 99 und total gesund und hat auch alle Zähne noch selbst. Und dann muss man sagen, mein Gott, der macht ja einiges richtig, sonst geht das ja gar nicht. Sein Leben ist natürlich Zeolit, aber gestern hat er auch noch gesagt, Magnesiumsalze sind für ihn extrem von Bedeutsam. Und ich glaube auch gehört zu haben, dass er gesagt hat, harte Zähne, starke Zähne hat er auch mit einem Magnesium zu tun. Und 80% Europäer haben einen Magnesiummangel. Und wir wären alle gut beraten, mal zu schauen, hat der Patient genügend Magnesium oder nicht? Ist gut, ist richtig. Also wenn ich jetzt, ich habe es im Buch auf 11 orthomolekulare Wirkstoffe zusammengeschrieben. Mhm. Da ist einer davon das Magnesium, der gehört dazu. Wenn man das, Magnesium ist von Bedeutung auch für Knochenstoffwechsel, ist sehr wichtig im Körper, steuert viele Vorgänge und die richtige Relation Calcium zu Magnesium sollte man haben. Das muss in bestimmten Verhältnissen, die genaue Zusammensetzung habe ich im Moment nicht parat, mhm. aber es sollte im guten Verhältnis zueinander stehen und dann funktioniert der gesamte Körper auch besser. Magnesium ist eins der entscheidendsten Präparate, die man einnehmen kann. Aber wenn wir so einen Mangel haben an Magnesium, ist ja auch schon verrückt und niemand schaut wieder dahin. Mhm. Hat mir nur gesagt, die meisten Mediziner prüfen Magnesium eben auch nicht. Ja. Gehört auch gar nicht so in die universitäre Lehre rein, sich über Magnesium zu beschäftigen. Und doch ist es ein essentielles, ja. extrem essentiell. Ja. Ja, wir befassen uns nicht immer mit dem Essentiellen. Das ist leider das Problem in der heutigen Zeit. Also ich habe wieder viel gelernt über Knochenstoffwechsel und dass wir auch beim Zahnarzt gut beraten sind, den D3-Pegel zusammen mit K2. Mhm. Letztendlich zu erhöhen. Ganz, ganz wichtig. Also das muss ja eigentlich jetzt auch unsere Zuschauer aktiv bei ihrem Zahnarzt einfordern. Ich habe ein Problem mit meinen Zähnen. Ich glaube, sie sind nicht so hart oder sie bauen sich ab. Ich habe Parodontose oder Parodontitis oder was auch immer. Er soll den D3-Pegel bestimmen. Da ist er doch total überfordert, oder? Mit Sicherheit. Ja. Selbst in Deutschland, die DG Paro hat ja jetzt neue Leitlinien für die Parodontitis-Therapie geschaffen. Da ist einiges Gutes passiert. Also die alte Therapie war ja wirklich aus den 60er Jahren, glaube ich, noch. Aber die Ernährung hat man so abgetan, ja, man kann es mal machen. Auch so die Sachen Vitamin D, die sind halt leider nicht so stark berücksichtigt worden, wie wir uns das gewünscht haben. Wir legen halt immer noch Wert auf die Endung Itis, auf die Entzündung, die Entzündungsreduktion. Und irgendwie hat man Mundhygiene, soll man immer wieder auch erklären. Man hat so den Eindruck, als wäre die Lösung allein, Mensch, putz Zähne, putz Zähne, putz Zähne, dann klappt das. Aber irgendwo mit dem Allgemeinmedizinischen, was dahinter steckt, beschäftigt sich keiner. Und wenn mir namhafte Kardiologen sagen, der Bypass-Patient von heute ist der Parodontitis-Patient von gestern, dann bringt mich das auch zum Nachdenken. Ich jetzt auch gerade, aber habe die Antwort noch nicht parat. Kannst du die Verbindung machen? Ganz einfach. Wenn Sie sich die Wunde vorstellen, die bei einer Parodontitis im Mund ist, haben Sie eine Größenordnung? Was schätzen Sie denn, wie groß die Wunde ist bei einer Parodontitis? 28 Zähne haben Sie. Jeder hat so einen kleinen Bereich, der entzündet ist. Die wird so groß wie eine Streichholzschachtel. Oh. Und über diese Streichholzschachtelgroße Wunde können die Keime, die im Mund unbestritten sind, natürlich auch ins Blutgefäßsystem irgendwo eindringen. Klar. Sie finden unsere Jungs, die Red Complex Gang, die bösen parodontalen Keime, gern mal an der Herzklappe. Die streuen den ganzen Körper. Und das ist das Problem. Parodontitis ist oft der erste Schritt und andere Folgen. Und die sind oft von gesundheitlich viel drastischeren Folgen als ein Parodontitis. Also wir müssen hier oben schauen, dass wir ganz dicht sind. Ja, genau. Dass das eben nicht passiert. Und wie merkt das der Zuschauer zu Hause? Dann, wenn es irgendwo wehtut, ist eine Baustelle.
Ja, wenn es weh tut, ist es ja meistens zu spät. Wenn du Schmerzen im Mund hast, ja, dann gehst du natürlich zum Zahnarzt. Und dann hat es meistens noch tiefere Ursachen. Dann haben wir eine große Tasche, dann wird die behandelt. Und das kann auch dann der Zahnarzt. Und der wird dich dann von deinen Schmerzen in dem Moment auch mal befreien. Der wird dir aber selten das sagen, was ich jetzt eben erzählt habe, dass er sagt, komm, mach mal das, damit es dir allgemein besser geht und das nicht mehr kommt. Weil die meisten das selbst gar nicht so auf dem Trichter haben. Das ist das Problem. Wir werden ja auch immer wieder geschult, parodontal, wie geht das, wie mache ich das jetzt konkret handwerklich. Das kriegen wir immer wunderbar erklärt. Aber solche Beiträge über Ernährung, die hört man leider viel zu selten. Die Referenten schaffen es nicht, das Standing zu kriegen im Moment. Ich hoffe, dass sich da was tut. Also ich habe auch Verständnis, dass sich wenig tut, weil die Lobby dahinter natürlich Aufklärungsarbeiten bietet, was viel Geld kostet. Mhm. Natürlich Aufklärung, Ausbildung und. Und irgendwo muss das ja, was man investiert, auch wieder zurückkommen. Und in dem, was zurückkommt, ist halt einfach D3 nicht drin, weil das kostet gar nichts. Diese wertvollen, effektiven Mikroorganismen sind hier auch nicht drin, weil es eben auch nichts kostet. Ja. Und letztendlich den Aufwand nicht rechtfertigt, hier zu investieren. Verstehe ich. Mhm. Bräuchten eine andere Lobby. Ja, es ist natürlich schon so, wenn ich einen Zahn ziehe und setze danach ein Implantat, da habe ich als Zahnarzt natürlich Vielfaches verdient. Mit diesem Therapiekonzept, das wir fahren können, für diese Kosten von einem Zahnimplantat, ein Patient sich 2 Jahre diese Behandlung machen lassen, die den Knochenstoffwechsel beeinflussen. Mindestens. Mhm. Kann der über 2 Jahre kommen, selbst wenn er es extrem nötig hat. Und ich versuche, die Zähne zu erhalten. Marktwirtschaftlichen Interessen, klar, jeder Praxisinhaber muss gucken, dass er überlebt. Das ist ganz klar. Wir leben ja von der Hand im Mund. Und von daher, das war gut. Super. Wir müssen ja schauen. Da haben wir jetzt meine Arztlippen von der Hand in den Mund. Super. Ja, klar. Wir müssen ja schauen, dass wir auch Geld verdienen. Ja. Aber letzten Endes, wenn die Patienten sich an all das halten würden, was wir ihnen sagen oder ich ihnen sage, ich hätte ja keine Patienten mehr, die kämen zu mir, um zu plaudern, mit denen könnte ich dann ein Bier trinken gehen, die wären ja gesund. Das wäre das Problem. Was mache ich denn dann noch, außer ein bisschen Zahnstein weg? Und das macht meine Dentalhygienikerin. Mhm. Ne? Souverän, echt souverän. Also du müsstest ja eigentlich viel mehr Fortbildungen anbieten selber und die Zahnärzte in Kongressen auftreten und dieses Wissen weiter verbreiten. Sehe ich auch so. Oder eben jetzt auch über dieses wertvolle Buch. Aber das ist mehr für die Patienten gedacht, aber auch für Ärzte. Ich denke auch, dass der ein oder andere Kollege darin Sachen entdeckt, die er so noch nicht auf dem Trichter hat. Ja. Und die effektiven Mikroorganismen, alles auch sauber darin beschrieben. Wann soll ich es nehmen? Wie soll ich es nehmen? Oral für den Mund oder auch für den Darm? Ich habe dem Buch jetzt eher so ganz allgemein das Ganze erklärt. Also ich habe jetzt nicht konkret geschrieben, nehmt dieses, jenes Produkt, jenes Vitamin D, dies. Es gibt viele gute Anbieter in allen Bereichen auf dem Markt. Und mit einem Buch, das sollte neutral bleiben. Sonst hätte man ja den Eindruck bekommen, ich schreibe das Buch für irgendeine Firma XYZ und das ist nicht gewollt. Mhm. Das Buch ist wirklich für den Patienten gedacht oder für jeden, der sich für das Thema interessiert. Mhm. Die Sendezeit ist schon wieder durch, aber eine letzte Frage doch noch, weil das auch ein bisschen drängt. Die Frau Tschocke nennt nie, mit welchen effektiven Mikroorganismen sie arbeitet, weil sie sagt eben, das will sie nicht, macht sie nicht. Ich glaube, du hast immer so, du arbeitest mit 2 Firmen grundsätzlich zusammen. Und was ist so dein Favorit, was du nach außen trägst, wo sich unsere Zuschauer, weißt du, einfach nur informieren können auf solchen Plattformen und nachlesen können, was bieten sie denn eigentlich an? Ja gut, also eine gute Internetseite finden Sie bei der Firma Microveda. Da ist sehr vieles beschrieben. Mhm. Ist eins der einer meiner beiden Favoriten, wobei das Konkurrenzprodukt auch gut ist. Mhm. Also wir haben Patienten, die nehmen das lieber und orientieren sich da. Ich würde keinen ganz weit favorisieren. Mhm. Mir persönlich hat aber das Microveda-Produkt geholfen und ich bin dann so jemand, was gut ist, treu. Also kann ich jetzt mich nicht hier hinstellen und was anderes sagen. Aber ich habe auch mit der Konkurrenz gute Erfahrungen bei meinen Patienten gesammelt jetzt wiederum. Also ich glaube auch, dass es ganz viele Anbieter gibt. Ich meine, ursprünglich kommt sie aus Japan. Ja. Und die haben da eine ganze Agrarkulturen aufgebaut in der Landwirtschaft, in der Tierhaltung, in Räumen. Ja, du hast auch gesagt, hast du diesen Raum hier drin schon besprecht? Ja, selbstverständlich. Ja, auch ich bin immer daran bedacht, dass diese Bakterienkeime ganz viel Harmonie kriegen.
Und wenn man das spreit, hat man diese Harmonie einfach im Raum. Denke ich auch. Also wenn ich in ein fremdes Hotel komme, ich habe immer so eine kleine Sprühflasche dabei. Jetzt, ich sprühe das um, gehe kurz raus und danach ist das Milieu schon ein anderes im Zimmer. Was mich auch so überzeugt hat, ist diese ganzen antibiotikaresistenten Keime, die wir heute schon haben, wie die auf effektive Mikroorganismen reagieren. Ja, es kommt runter, es ist Harmonie da. Ja, ich verstehe auch sowieso Antibiotika, ich verstehe den ganzen Kampf auch nicht. Also wenn Sie sich mal vorstellen, wenn ich jetzt ein Bakterium wäre, ja, und habe zu viel Stress in der Praxis, dann mache ich erstmal Folgendes, ich teile mich. Dann bin ich schon mal zwei. Der eine arbeitet, der andere arbeitet auch, ist die Arbeit geteilt. Ich teile mich einen Dritten. Der Dritte sagt, komm, ich mache mal ein bisschen Urlaub. Ich gehe dann mal Skifahren. Fahre mal in die schöne Schweiz sitzen. Treffe ich zufällig auf der Skipiste den Firmin Zurbriggen und sage, hör mal, du fährst so toll Ski. Ich würde das auch gern können. Ich gehe mit dem mal in die Kneipe eintrinken. Wie geht denn das? Und dann erklärt er mir das über Plasmide. Und der Clou ist, ich fahre am nächsten Tag so Ski wie er und er weiß alles über effektive Mikroorganismen und die Keime und Parodontitis. Wenn wir in dieser Größenordnung uns die Bakterien vorstellen oder die Mikroorganismen vorstellen, dann wäre es undenkbar, sich mit so einem Wesen anzulegen. Das wäre ja Superman. Und wir versuchen das zu bekämpfen. Wir müssen uns mit den Mikroorganismen generell arrangieren. Sonst geht das Ganze irgendwann mal so böse in die Hose. Dann haben wir ein Superbakterium geschaffen, das uns nämlich eliminiert. Weil die brauchen uns nicht. Die Keime gibt es seit über 4 Milliarden Jahren. Die wissen, wie man sich anpasst und überlebt. Uns gibt es 200.000 Jahre und da waren wir noch wirklich so auf dem Baum rum, tarzanmäßig unterwegs. Und wir versuchen, die zu bekämpfen. Das ist lächerlich. Lieber Dr. Med. Markus Schad, ist der erste Zahnarzt, mit dem ich gern spreche. Okay. Super. Herzlichen Dank für dieses wunderschöne Gespräch und auch deine Sichtweise darzulegen, wie du eigentlich suchst, die Symbiose suchst, das Zusammenleben suchst und andere Lösungsansätze siehst. Und ich werde mir sehr, sehr gern mit voller Freude dieses Buch lesen. Gerne. Danke ganz herzlich auch dafür. Auch diese Illustrierungen, die du da drin hast, sind für mich mit meinem Verstand eben auch fassbar. Und ich kann daraus viel lernen und ich werde viel Werbung dafür machen, danke, dass dieses Buch an die Zahnärzte kommt. Ja. Danke, danke. Und wenn ich die Gelegenheit nutzen darf, dann möchte ich mich für diese Illustration nochmal bei der Patricia Moos bedanken. Das ist eine junge Künstlerin, die hat damals studiert, noch Kunststudentin. Die hat so tolle Bilder entwickelt. Es war so eine herrliche Zusammenarbeit. Mit ganz wenig Informationsaustausch kamen diese Bilder dann raus. Das sind schon Künstler, hä? Das sind Künstler. Ja, ich kann alles, aber ich kann nicht zeichnen. Naja, absolut nicht. Ich kann vieles, aber zeichnen geht nicht. Mal einen Zahn. Einen Zahn schon, den kriege ich hin, Ne? Ja, herzlichen Dank. Ich bedanke mich bei dir. Ihnen auch alles Gute. Bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen.